Nicht wahr? Heute wurde ein Preis verliehen, der heißt der blutige Pfahl. Und wenn man den Namen hört, dann weiß man, dieser Preis ist kein Kompliment, das ist ein Negativpreis. Verliehen in einer bundesweiten Aktion der gewerkschaftsnahen Organisation Arbeitsunrecht. Und gewonnen haben die Median-Kliniken, ein Unternehmen mit 140 Kurkliniken. Die Gewerkschaften werfen dem Management gewerkschaftsfeindliches Handeln vor. In Bad Oeynhausen gibt es so eine Klinik und dort wurde heute desinfiziert. Die Gewerkschaftsaktivisten sind gekommen, um einen hartnäckigen Virus und neuartige Bazillen zu vertreiben. Den Lohndumping-Virus und die Anti-Gewerkschafts-Bazillen. Was machen Sie da? Ja, wir machen hier diese Union-Busting-Bazillen weg. Und das funktioniert? Ja, das müssen wir mal sehen. Aber ja mein Kollege hat ja hier extra das. Das ist ein ganz neuer Virus. Ja. Er ist seit kurzem im Umlauf. Aber hier ganz massiv. In den Median-Kliniken haben sie die Bazillen ausgemacht und deshalb bekommt das Unternehmen den Negativpreis in Düsseldorf. Mit einer großen Portion Dracula-Theatralik wegen der angeblichen Blutsaugerstrategien des Konzerns. Bei den Median-Kliniken beobachten wir einen ganz herausragenden Fall von Betriebsratsbekämpfung. Da ist eine ganze Klinik dicht gemacht worden. Da sind spezialisierte Anwälte der Kanzlei Beiten-Burkhardt damit beschäftigt, Betriebsräte fertig zu machen. Und wir verleihen diesen Preis, um besondere Fertigmacher zu ehren. In Bad Oeynhausen hatte der Konzern die Weser-Klinik geschlossen, laut Verdi auch, weil die Mitarbeiter zu gewerkschaftsfreundlich waren. Es ist natürlich erstmal eine unternehmerische Entscheidung, so eine Klinik zu schließen. Aber dann gibt es halt in einem Rechtsstaat Regeln, nach denen man das tut. Mit Interessenausgleich, Sozialplan, entsprechenden Abfindungen. Zu gucken halt, dass die Kollegen halt in anderen Betriebsteilen unterkommen können und so weiter. Und das ist komplett nicht gemacht worden. Median nimmt zu den Vorwürfen schriftlich Stellung. Nun reagieren die Gewerkschaft und gewerkschaftsnahe Organisationen mit immer drastischeren Aktionen auf die Schwächung ihrer eigenen Position in der Belegschaft. Mit der Aktion Freitag der 13. hat diese Entwicklung einen inakzeptablen Höhepunkt erreicht. Median wird sich dadurch nicht vom eingeschlagenen Weg abbringen lassen. Die Gewerkschaften hoffen, die Rentenversicherer zu überzeugen, denn die entscheiden, mit welchen Kliniken sie zusammenarbeiten. Es ist natürlich so, dass die deutsche Rentenversicherung den Hebel hätte, wirklich zu sagen, also wir belegen nur Kliniken, die entsprechend so vernünftig, korrekt, tarifgebunden Betriebe belegen und wo man auch mit den Beschäftigten vernünftig umgeht. Denn dem Desinfiziertrupp ist klar, den Anti-Gewerkschafts-Bazillus, den kriegt man auch mit noch so viel Sprühen und Fegen nicht weg.